Mit Favoriten könnt ihr in Safari die Webseiten, die ihr am häufigsten benutzt, ablegen und könnt dann ganz schnell auf sie zugreifen. Manchmal kann es jedoch nützlich sein, einzelne Favoriten zu verschieben, umzubenennen oder ganz zu entfernen. Wie ihr das macht, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und in diesem Video sprechen wir über die Favoriten in Safari. Wir gehen einmal in Safari hinein und schauen uns die standardmäßigen vier Favoriten an, die Apple uns am Anfang in Safari zur Verfügung stellt. Wir können hier einmal rechts unten auf das Leserzeichen-Symbol klicken und sehen hier die vier einzelnen Favoriten wieder. Wir können einmal auf Bearbeiten gehen und können nun zum Beispiel die Reihenfolge verändern. Ich setze mal Apple auf den zweiten Platz. Ich benenne das Ganze einfach mal in Apfel um und kann hier zahlreiche Einstellungen machen. Wenn ich nun noch fertig gehe, seht ihr, dass nun Apple auf der zweiten Stelle sitzt und den Namen Apfel bekommen hat. Ich kann auch einen Ordner erstellen. Ich gehe hier einmal auf Bearbeiten, sage einmal Neuer Ordner und gebe dem Ganzen den Namen Test und klicke einmal auf Fertig. Nun könnt ihr die einzelnen Favoriten in diesen Ordner legen. Wir klicken einmal auf Bing und können dann als Standort nicht die Favoriten nehmen, sondern zum Beispiel Test. Klicken einmal auf Fertig und nochmal auf Fertig und sehen, dass nun Bing eben nicht mehr zu sehen ist, sondern nur noch Test. Ich gehe einmal in Test rein und kann dann hier einmal Bing aussuchen. Das Ganze kann man natürlich auch rückgängig machen. Wir gehen einmal in Test, gehen einmal in Bearbeiten, Bing, Standort, Favoriten, Test und schon ist das Ganze soweit erledigt. Wir gehen einmal kurz zurück. Ich möchte auch den Ordner Test einmal löschen. Da gehe ich auch einmal auf Bearbeiten und gehe hier auf Löschen, auf Fertig und auf Fertig. Das Ganze geht auch ein bisschen schneller. Wir können einmal auf den Apfel zum Beispiel drauf drücken und gedrückt lassen und bekommen hier dann direkt zwei Möglichkeiten. Einmal löschen und einmal bearbeiten. Wenn ich auf Löschen gehe, verschwindet dieser Favorit. Wenn ich auf Bearbeiten gehe, kann ich dem Ganzen wieder einen Namen geben. Ich mache das jetzt so wie vorher und kann auch den Standort wieder definieren. Gehe einmal auf Sichern und dann habt ihr das. Wenn ihr auch schneller einzelne Favoriten verschieben möchtet, dann müsst ihr auch nicht hier reingehen, sondern könnt einmal hier gedrückt lassen und könnt dann die einfach zum Beispiel an die zweite Stelle setzen. Relativ einfach und bequem. Einmal gedrückt lassen, verschieben, relativ einfach und bequem. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.